Chef Drafter kannst du dir jetzt gratis in GTA Online abholen. Außerdem sind richtig viele Waffen, Fahrzeuge rabattiert und vieles mehr. Das gibt's in der neuen Eventwoche von GTA Online. Und ich würde sagen, wir starten doch direkt mal rein mit den besonderen Geschenken in dieser GTA Online Eventwoche. Und zwar könnt ihr das HVY-T-Shirt freischalten. Und zwar, wenn ihr euch einfach ein Auto dieser Marke kauft, also den MTW, den Insurgent Pickup oder den Chernobog, bekommt ihr das T-Shirt einfach gratis dazu. Also so gratis ist es nicht, weil ihr bezahlt ganz schön viel Geld für diese Fahrzeuge, aber hey, immerhin gibt es dann ein ganz besonderes T-Shirt. Außerdem habe ich ja euch schon vor einiger Zeit darüber berichtet, dass Rockstar Games diese Aktion mit dem 8F Drafter macht, wo ihr auf der Webseite von Rockstar Games auf dem Newswire euch das Auto anfordern musstet und jetzt ist dieses auch in GTA Online geliefert worden. Das bedeutet, geht einfach mal rein in GTA Online, dann auf die Webseite von Legendary Motorsport und holt euch das Auto dort gratis bis zum 3. April ab. Das ist aber noch nicht alles, denn es gibt auch doppelt Geld und doppelt RP auf einiges. Und zwar erstmal auf alle Wildtierfotografie-Herausforderungen sowie auf alle Drift-Rennen und auf den Gegnermodus Motor Wars. Und ich glaube, das wird jetzt einige Leute ziemlich freuen. Wir haben gestern Abend ja auf Twitch gestreamt und dort auch eine Runde Motor Wars gespielt. Das seht ihr gerade auch im Hintergrund als Gameplay. Und ich muss sagen, oi, es hat wieder so unglaublich viel Bock gemacht. Wir sind später auch wieder live hier auf diesem Kanal ab 10 Uhr, werden zusammen die neue Eventwoche auschecken und da selbstverständlich dann auch eine Runde Motor Wars mit allen Leuten zusammen zocken. Also komm auf jeden Fall vorbei, 10 Uhr live hier auf YouTube. Aber machen wir direkt mal weiter mit den Rabatten für diese Woche. Und zwar ist dort einiges sehr, sehr nice dabei. 40% Rabatt gibt es nämlich auf die B11 Strike Force, ein Kampfjet. Außerdem auf den MTW, ein ganz cooles Auto. Vor allem kann das Ding einfach schwimmen. Dann auf den Chernobog und auf den Insurgent Pickup, den ihr ja dann auch nach Belieben upgraden könnt zum Insurgent Pickup Custom. 30% Rabatt gibt es übrigens diese Woche noch auf dem Patriot Milspec und für alle Leute, die so gerne mal ein bisschen Armee spielen oder Söldner oder sowas, ist das Ding halt ein absolutes Must-Have. Und auf dem bewaffneten Ignus, auch eine Empfehlung, denn für ein bewaffnetes Fahrzeug ist das Ding unglaublich schnell. Der zieht andere Autos zum Teil ab, hat auch HSW-Upgrades, also ist unglaublich schnell und bewaffnet. Was wollt ihr mehr? Das ist aber noch nicht alles, denn es gibt auch noch 25% Rabatt auf den Schrottplatz. Und für alle Leute, die den Schrottplatz noch nicht haben sollten, ist das natürlich jetzt hier ein Zeichen. Holt euch das Ding, denn 25% billiger ist eine ganz nice Sache. Und ihr solltet mit diesem Schrottplatz jetzt auch die ganzen neuen Heists, die wir mit dem Chop-Shop-Update im Winter bekommen haben, unbedingt mal zocken. Ich finde die sehr abwechslungsreich. Ihr könnt auch ganz gut Kohle mitmachen und auch einige sehr besondere Outfits freischalten. Und dementsprechend checkt das definitiv mal ab. Aber auch im Gunvan gibt es diese Woche wieder Rabatte. Und zwar 30% Rabatt auf die Schrotflinte und 30% Rabatt auf das Präzisionsgewehr, allerdings nur für GTA Plus Mitglieder. Die neue wöchentliche Herausforderung sind, 6 Driftrennen zu fahren und dafür dann 100.000 Dollar zu bekommen. Ich glaube, das ist definitiv machbar. Und im Schrottplatz, den hatten wir eben schon erwähnt, weil er 25% reduziert ist, gibt es 3 neue Heists. Einmal den U-Boot-Heist, der verbirgt sich hinter dem Willard Eudora. Dann den Frachtschiff-Heist, der verbirgt sich hinter dem Trophäe Set-Type. Und dann noch den Polizei-Heist, der verbirgt sich hinter dem die Bounty Wagner. Gratis-Autos gibt es in GTA Online auch diese Woche natürlich wieder und zwar einmal den Night Shark im Casino. Da könnt ihr einfach einmal an einem Glücksrad drehen und euch das Auto gratis holen, wenn ihr sagt, hey, gratis, ist es doch voll die Glückssache. Naja, also wenn du den richtigen Trick hast, dann ist das absolut machbar. Ich habe dazu mal ein eigenes Video gemacht, checkt das gerne mal ab. Ich verlinke es hier oben rechts in der Infokarte und in der Videobeschreibung und dann kriegst du das Auto jedes Mal first try. Und dann haben wir noch im LSK mit als Preisfahrzeug den Winky, ein sehr, sehr lustiges Auto aus dem Cayo Perico, heißt DLC. Um den zu bekommen, müssen wir einfach 2 Tage in Folge in die Top 3 in LSK mit Rennen kommen. Das ist aber noch nicht alles, denn es gibt natürlich noch ein paar besondere Rennen. Und zwar ein Premium-Rennen namens 8-Figure Bonus, ein neues Zeitrennen Up in Atome und dann hätten wir noch das HSW-Zeitrennen Textile City to Step City. Als Testfahrzeuge bei unseren örtlichen Autohändlern hätten wir auch einiges. Da sind auch mal wieder ein paar Autos dabei, die man so auf der Webseite aktuell nicht kaufen kann. Deswegen sollte man sich das dann doch mal genauer anschauen. Und zwar bei Simeon im Autohaus steht aktuell der Sterling GT. Ein kleiner Geheimtipp, weil die Karre ist einfach unglaublich schnell. Außerdem der Frontier, der Rustin, sehr, sehr nice Karre, der Cliffhanger und das Western Red Bike.
Im Luxury Showroom steht diese Woche der Cavalcade XL und der Phantom FR 36. Und dann hätten wir noch im LSK mit als Testfahrzeuge den S80 RR, den Shafter LWB und den Cheetah. Und dann hätten wir noch als Premium-Testfahrzeug HSW den bewaffneten Ignus. Also insgesamt kann man sagen, Rockstar Games fokussiert sich mit dieser Eventwoche auf die Marke HVY, beziehungsweise auf Englisch natürlich HVY, und damit fokussiert sie sich natürlich auf die ganzen Autos, die auch damit von dieser Marke erstellt wurden, also hauptsächlich Waffenfahrzeuge. Gibt es jetzt irgendwas, was ich euch bei dieser Eventwoche empfehlen kann, dann ist es definitiv, sich den Schrottplatz zu kaufen, falls ihr ihn noch nicht haben solltet. Von den ganzen Fahrzeugen könnt ihr mal über den bewaffneten Ignus nachdenken, da er einfach unglaublich schnell ist und bewaffnet. Auch für Jet-Sammler ist die Strike Force natürlich eine ganz interessante Sache. Und auch bei den Methoden, um mehrfach Geld zu machen, die Wildtierfotografie sollte man nicht unterschätzen, geht nämlich sehr, sehr schnell, und mit doppelt Geld, doppelt RP lohnt sich das Ganze dann doch. Driftrennen machen sehr, sehr viel Spaß, und auch Motor Wars gehört zu den beliebtesten Gegnermodis in GTA Online. Deswegen solltet ihr auch das nicht verpassen. Und deswegen werden wir diesen Modus natürlich auch gleich zusammen im Livestream ab 10 Uhr spielen. Dementsprechend, Freunde, aktiviert auf jeden Fall die Glocke und abonniert diesen Kanal, um den Livestream dann auf gar keinen Fall zu verpassen. Was hältst du von der Eventwoche? Sagst du, ey, ganz nice, vor allem die Waffenfahrzeuge? Oder sagst du, ne, größter Schrott? Schreib's mir auf jeden Fall in die Kommentare, und dann sehen wir uns im nächsten Video, beziehungsweise gleich im Livestream. Bis dahin, mach's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.